So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Stappenbach. Wir waren ja beim Händler oben, habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten und ihn gefragt, ob er mal über unseren Mahindra drüber schauen kann, weil wir das Gefühl haben, die Bremsen passen nicht so ganz. Er hat gesagt, ja, macht er gleich und gibt es gleich mal seiner Werkstatt Screw weiter, dass die sich drum kümmern. Er hat mich jetzt hier gerade runtergefahren ans Sägewerk und wir sind hier schon mal ein bisschen durchgegangen und haben hier mal die Anbaugeräte und die Maschinen begutachtet und darüber gesprochen, dass die ja auch gewartet werden müssen, dass wir sie wieder benutzen können. Da hat er gemeint, den Bagger, den sollen wir vorerst mal nicht bewegen. Da kommt er runter, da gibt es Probleme mit den Hydraulikschläuchen. Das kann er aber vor Ort hier machen. Wir sollen ihn eventuell mal hier ein bisschen sauber machen. Ich hoffe, der Kercher reicht bis hier rüber. Und dann habe ich ihm noch den Walterer gezeigt. Und hat er gemeint, ich soll mal hier die Anbaugeräte, die ich als erstes brauche, gleich mal zusammenstellen. Mit dem Hänger zusammen ein bisschen abkerchern, weil er hat gesagt, der Mahindra war ziemlich dreckig. Und so sollte man die Maschinen nicht mehr unbedingt bringen. Dann werden wir jetzt hier ein bisschen zusammenstellen, die ganzen Sachen, was hoch müssen. Welche als erstes werden die sauber machen. Und dann haben wir nämlich später auch noch einen Termin beim Bürgermeister. Wegen dem Grundstück, weil ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden, wem das Ganze gehört. Und vielleicht kriegen wir das ja in einem Eilverfahren durch, dass wir das Grundstück bekommen. Oder zumindest die Genehmigung, dass wir schon mal anfangen können, da oben abzuholzen. Aber das werden wir dann alles sehen. Jetzt werde ich erstmal sagen, machen wir mal den Traktor fertig. Hängen alles an, was wir brauchen. Und bringen das mal hoch zum Händler. Vielleicht ist dann unser kleiner Mahindra schon fertig, dass wir nicht wieder runterlaufen müssen. Aber werden wir schon mal sehen, ob das so ist oder nicht. Können wir ja eigentlich auch so machen. So, hängen wir den gleich mal an. Die Schläuche auch gleich mit dazu. Dann würde ich sagen, Frontlader ist jetzt, glaube ich, mal nicht so wichtig vorerst. Hier läuft ja noch nichts an der Produktion. Das Gewicht, das können wir mal selber lackieren. Was wir aber noch brauchen, auf jeden Fall, ist die Stuppenfräse. Die müssen wir auch gleich mitnehmen, dass die überholt wird. Schauen wir mal, ob wir die so hinkriegen. Obwohl, es könnte eigentlich gefährlich werden, so. Mit dem Hänger hinten dran war natürlich auch keine so schlaue Idee. Okay. Und dann werden wir das Ganze jetzt hier vorne schnell mal abwaschen. Nicht, dass wir wieder Ärger bekommen. Und dann fahren wir das mal schnell hoch zum Händler. Ich habe ganz vergessen, wie der heißt. Muss ich nächstes Mal auch noch nachfragen. Beziehungsweise, er hat es mir bestimmt gesagt, bloß habe ich nicht zugehört. Aber das werden wir schon noch rausfinden. Steht bestimmt irgendwo auf dem Schild. Jetzt machen wir hier erstmal sauber. Und ich muss sagen, wenn die Maschinen ein bisschen sauberer sind, sehen die eigentlich gar nicht so übel aus. Vielleicht ist ja dann auch nicht so viel los mit denen. Das ist ja natürlich alles mit Geld verbunden, aber wir können ja schlecht hier anfangen zu arbeiten, um Geld zu verdienen mit Maschinen, die nicht einsatzbereit sind. Lackieren lassen wir sie auf jeden Fall nicht neu. Es geht jetzt hier wirklich nur ums Technische. Dass wir halt anfangen können zu arbeiten. Und da schauen sie jetzt wirklich nicht mehr so übel aus. Vor allem der Traktor kommt schon mal ein bisschen mehr raus.
Und der hat auch bloß so kleine Lackbeschädigungen. Warte, Konsole, wo es halt viel benutzt wird. Oder hier in den dritten. Aber sonst sieht der eigentlich echt ganz in Ordnung aus. Die Bereifung sieht auch nicht so schlecht aus. Lassen wir uns mal überraschen, was das denkt von den Maschinen. Ob größere Probleme dran sind oder nicht. Oh, du musst jetzt hier rumkommen, oder? Das war eine knappe Kiste. Vielleicht kriegt ihr hier jetzt auch einen Zeitraffer zum Hin- und Herfahren. Weil das ist ja eigentlich nicht so interessant. Aber im anderen, wir sind ja auch gleich da. Und wir fahren mal lieber außen rum. Ich weiß ja nicht, ob es hier dem Besitzer so gefällt, wenn wir die ganze Zeit über das Grundstück fahren. Müssen wir hier mal rum und schauen, ob wir das hinkriegen. Ja. Müssen wir ein bisschen mittig fahren mit den ganzen Anbaugeräten. Aber. Oh, wenn wir hinten ist schon in der Werkstatt. Bin mal gespannt. Jetzt stellen wir den mal hier auf die Seite. Wenn er dann frei hat, kann er sie ja selber reinfahren. So. Blinker können wir auch wieder ausmachen. Schlüssel haben wir gesagt, deponieren wir hier am Reifen. Dann kann er damit machen und loslegen, wie er möchte. Und ich glaube, der war fertig, wie er es gesagt hat. Na gut, sagen wir so, mit dem Lack können wir nicht viel machen. Aber er steht mal vorne. Und hat gesagt, wenn er nicht mehr auf der Hebebühne ist, ist er fertig. Nehmen wir den doch schon mal mit. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo hier das Rathaus ist. Hat mal irgendwas geheißen in der Nähe von der Wirtschaft? Aber wir sind auch ziemlich früh dran, also fahren wir nochmal zum Hof zurück. Und schauen mal, dass wir da den Bagger gleich noch freikriegen zum Holz verladen. Und ich muss sagen, nach der Reparatur ist das, ist das Fahrzeug wieder... Eigentlich wieder richtig angenehm. Bremse macht auf jeden Fall gut zu. Kann man mit driften. Aber er fährt wieder deutlich angenehmer. Sorry Kollege, musste kurz die Bremsen testen. Aber das hat sich auf jeden Fall rentiert, den mal oben beim Händler zur Durchsicht zu lassen. Muss ihn mal fragen, was er genau dran gemacht hat. Aber durch das, dass es so schnell ging, wird es ja wahrscheinlich nichts Gravierendes gewesen sein. Ich denke halt, die Bremsen und ein bisschen abgeschmiert wird dann haben. Wir parken jetzt mal. Parken wir dann mit dem Fahrzeug. Parken wir mal hier drüben. Ja, die Anbaugeräte, die können wir auch erst dann machen, wenn der Bagger wieder läuft. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da bis hinterkomme. Sieht gut aus. Weil da hat er gesagt, vielleicht kommt er heute gegen Abend noch vorbei, je nachdem wann die Hydraulikschläuche da sind. Und schaut sich das Ganze mal an. Dass wir den dann auch wieder schnellstmöglich in Betrieb nehmen können.
Da sieht man auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall ziemlich in Gebrauch gewesen. Allein schon von den ganzen Lackabplatzern an den Ecken und Kanten. Aber so schaut er auch gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, das wird, glaube ich, reichen zum Richten. So, unsere Gewichte, und das können wir jetzt aktuell auch nicht sauber machen. Nachdem wir kein Gerät dafür haben. Aber da würde ich jetzt sagen, gehe ich jetzt noch mal kurz einen Kaffee trinken hier. Beziehungsweise, wir können ja in der Wirtschaft was trinken. Und da treffen wir uns ja dann auch mit dem Bürgermeister in der Nähe. Muss nochmal anrufen, weil ich nicht genau weiß, wo hier das Rathaus ist. Ob wir uns da eventuell direkt gleich an der Wirtschaft treffen können. Mal schauen. Weil es wäre schon super, wenn das klappen würde mit dem Grundstück. Auch was die Kosten angeht. Ich weiß ja nicht, was es kostet. Aber ich denke, ganz so billig wird es jetzt auch nicht sein. Wow, mit dem muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Wenn man zu schnell wird, braucht vielleicht doch mal ein paar neue Reifen, der Kollege. Der kommt nämlich ziemlich schnell ins Rutschen. Aber gut, wer heizt auch durch die Gegend, wenn es regnet? Macht hier normalerweise auch keiner. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo jetzt die Wirtschaft eigentlich war. Ich glaube, die ist hier die Straße komplett runter. Hier ist auf jeden Fall die Bushaltestelle, wo wir angekommen sind. Fahren wir mal hier runter. Das Anwesen schaut schon so aus, als könnte es dem Bürgermeister gehören. Ich will gleich mal nachfragen, wo der wohnt. Hier unten, das müsste das Wirtshaus sein, genau. Das hat geheißen, hier irgendwo in der Nähe soll das Rathaus sein. Aber wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee, dann rufe ich den mal an, ob wir uns hier treffen können. Parken wir doch auf der Seite. Und klären mal das Ganze ab mit dem Grundstück. Würde ich sagen. Sehen wir uns hier nach dem Gespräch wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben uns reingesetzt, der Bürgermeister ist hierher gekommen. Und hat mir ein paar interessante Sachen erzählt über das Feld. Hat mir auch eine kleine Karte mitgegeben, wo ich das Ganze mal anschauen kann vom Lageplan her. Schauen wir mal gemeinsam drauf. Es wäre nämlich hier bei Feld 86 und 85. Und da hat er mir den Lageplan gegeben und er hat mir auch gesagt, das ganze Grundstück kostet 266.000. Für das würden sie es hergeben. Wäre auch kein großes Problem, weil sie hätten es jetzt so oder so anscheinend abforsten müssen. Von der rechtlichen Lage her. Er hat gemeint, wenn wir das jetzt wollen, habe ich gesagt, ja klar wollen wir das, können wir da auch sofort loslegen. Ab morgen mit den Bäumen mit rausschneiden. Die Genehmigung kriegen wir und die restlichen Papierkram kriegen wir dann zugeschickt. Und ich habe mir gedacht, ja, machen wir auf jeden Fall. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns das ganze Ding nochmal an, was wir hier machen können. Und fangen morgen hier gleich mal an, ein bisschen zu arbeiten. Wenn natürlich der Traktor bis dahin mit dem Hänger fertig ist. Natürlich auch noch so eine Sache. Aber jetzt schauen wir es uns erst nochmal an, weil ich muss ja dann auch nochmal mit einer Baufirma telefonieren. Hier der Bürgermeister auch eine schöne Nummer gegeben. Gleich die Nummer gegeben.
von einer Baufirma, die hier auf Abriss spezialisiert ist, weil die Ruinen müssen ja auch weg, die auf dem Grundstück stehen. Und da hat er gemeint, das soll man als erstes machen lassen, bevor hier die Felder wegkommen, die Bäume. Aber müssen wir mal anschauen, wie das jetzt ist, weil wenn wir jetzt da erst noch warten müssen, bis hier das Bauunternehmen die ganzen Ruinen entfernt hat, vergehen ja wieder, wenn es gut geht, ein, zwei Tage, wo wir nichts tun können. Aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal abklären, was da Phase ist. Und ich möchte eigentlich auch ungern anfangen, bevor ich wirklich die ganzen Papiere in der Hand habe. Und vor allem müssen wir das Ganze ja echt alles der Hand rausschneiden. Das ist ja das Nächste. Die Bäume hier, die Bäume. Weil wir haben ja keinen Vollernter oder sowas. Und ich glaube auch nicht, dass der Händler was herbringt, weil Lohnunternehmen sieht ja aktuell ziemlich verlassen aus. Müssen wir mal schauen, was wir hier herkriegen. Ha. Da oben ist auch noch einer. Aber gut, eigentlich könnte man die Ruinen auch so zusammenschieben. Radlader rüber, weg. Dürfte eigentlich hier schon mal kein so großes Problem sein. Steht ja nicht mehr allzu viel. Ja, wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall telefonieren. Und denke, vielleicht hat er gleich noch Zeit, dass wir hier eine Besichtigung machen. Was er meint, wie schnell wir das Ganze hinkriegen. Und vor allem, was es kostet. Weil ich glaube, umsonst machen sie das nicht. Und dann könnte man hier den Wald mal ein bisschen zerstückeln. Wird sich allerdings wirklich anbieten, hier einen Vollernter zu organisieren. Weil hier sind doch ziemlich viele schöne gerade Bäume, nur zwischendrin sind welche, wo wir per Hand rausschneiden müssen. Ja. Ist zu überlegen. Mal schauen. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ich telefoniere noch ein bisschen, wie es hier vorwärts geht. Und vielleicht haben wir beim nächsten Mal dann schon das neue Grundstück und können hier loslegen. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze vonstatten geht. Aber ich hoffe relativ zügig, so wie der Bürgermeister auch gesagt hat, ist es kein Problem. Sie sind froh, wenn man sich dem Grundstück hier annimmt, dass hier wieder ein bisschen was vorwärts geht und eventuell wieder ein neuer Hof hier entsteht. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten über eure Kommentare, Tipps, Tricks und Meinung zum Projekt. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.